Die neuen Zahlen aus 2022 über die deutsche Fitnessbranche wurden veröffentlicht und in diesem Video schauen wir uns ganz genau an, wie es der Fitnessbranche im letzten Jahr ging, ob es weiter bergauf ging oder ob es bergab weiterging und die ganzen Dinge wie zum Beispiel Inflation, Krieg in Europa oder eben auch die Gaskrise, ob die dazu geführt haben, dass es der Branche weiterhin schlecht ging, das werden wir in diesem Video herausfinden und alles dazu genau analysieren. Und zwar schauen wir jetzt erstmal direkt hier auf diese Grafik und da sehen wir, es gibt hier wieder einen Aufwärtstrend. Ja, wir hatten Ende 2021 9,26 Millionen Mitglieder und jetzt 10,3 Millionen Mitglieder und sind wir sozusagen wieder gewachsen in der deutschen Fitnessbranche. Ja, und das ist natürlich erstmal schon mal ein positives Anzeichen. Ja, aber welche Zahlen gibt es denn genau dazu, ja, was das Mitgliederwachstum betrifft? Wir sind von 9,3 auf 10,3 Millionen Mitglieder gewachsen. Das ist ein Wachstum von 10,8%. Ja, und diese 10,8% sind etwas Besonderes, denn wenn wir uns das durchschnittliche Wachstum anschauen, vom Jahr 2016 bis 2019, hatten wir immer ein durchschnittliches Wachstum von ungefähr 5%. Das heißt, wir hatten das Doppelte an Wachstum im Vergleich zu den Vorjahren vor Corona. Das ist schon mal beachtlich. Natürlich hat es bestimmt auch was damit zu tun, dass wieder einige wieder zurückgekommen sind in die Fitnessstudios, aber es sind bestimmt auch viele neue dabei gewesen bei diesem beachtlichen Wachstum. Ja. Und wenn man es nochmal in Tausenderzahlen hier ausdrücken will, da hatten wir durchschnittliches Wachstum immer von 500.000 Mitgliedern und jetzt in 2022 waren es eben 1 Million Mitglieder, die wieder dazugekommen sind und die wieder in deutschen Fitnessstudios trainieren. Ja, also das ist schon mal ein sehr, sehr positives Anzeichen, dass es da wieder bergauf geht und dass wir auch ja, nicht nur das Wachstum halten konnten von den Vorjahren, sondern sogar steigern konnten. Ja, das ist natürlich schon mal sehr gut, obwohl, eben wie gesagt schon, ja, wenn wir uns dann zurückerinnern, Anfang des Jahres 2022 bis März, April gab es ja noch 2G+, 2G, 3G-Regeln und sowas. Das war ja alles noch nervig am Anfang des Jahres 2022. Ne? Plus, dann kam es halt direkt noch gleich dazu. Man hat das Gefühl, okay, jetzt ist es ein bisschen vorbei. Und dann kam hier gleich Krieg in Osteuropa, ja, Gaskrise, Inflation. All das ja, ist trotzdem passiert und trotzdem konnten wir dieses gute Wachstum hinlegen. Und das, finde ich, ist durchaus eine positive Nachricht. Und ja, das lässt einen natürlich positiv in die Zukunft blicken. Was können wir uns noch anschauen über die Fitnessbranche? Ja, beziehungsweise noch eine andere Sache zum Thema Mitgliederwachstum. Ich habe neulich auch schon ein Video gemacht über das Mitgliederwachstum im Januar 2023. Das wurde auch schon analysiert. Ja. Und wenn man sich das anschaut, ja, dann hat man hier ein Mitgliederwachstum im Januar 2023 von 5%. Ne, und das ist auch schon mal wieder beachtlich, weil, wie wir uns daran erinnern, 2016 bis 2019 war das durchschnittliche Wachstum pro Jahr bei 5%. Ja, und jetzt alleine schon im Januar wieder bei 5%. Ja. Und dann im Januar 2023 konnten 60% mehr Mitglieder gewonnen werden als 2022 und 5% mehr als im Jahr 2020. Januar 2020 war ja noch nicht Corona. Ja. Das heißt, wir konnten sogar dieses Vorkrisenniveau zumindest hier schon etwas übertreffen mit 5% mehr Mitgliederwachstum als im Januar 2020. Das ist auch schon mal eine gute Nachricht. Ja. Wie sieht das Ganze beim Umsatz aus? Ja, die komplette Branche hat 2019 noch 5,5 Milliarden gemacht, dann 2021, zwei Jahre später, nur noch 2,2 Milliarden. Ja, exklusive dieser staatlichen Hilfen. Mit den staatlichen Hilfen war es knapp bei 4, glaube ich, oder sowas. Auch irgendwas zwischen 3 und 4. Und jetzt 2022 waren es 4,9 Milliarden. Also nicht ganz Vorkrisenniveau. Ja, auch die Mitgliederzahlen sind ja noch nicht mehr Vorkrisenniveau, aber zumindest ja, schließt man hier wieder auf und die Branche macht wieder ordentlich mehr Umsatz als noch im letzten Jahr natürlich. Ja. Wie schaut es aus mit den Fitnessstudios? Ja? Mussten da Fitnessstudios schließen? Wie hat es da ausgeschaut? Und da ist es wirklich so, dass Fitnessstudios schließen mussten. 401 Einzelanlagen sind sozusagen geschlossen worden, beziehungsweise sind zu Ketten transferiert. Das gehe ich gleich mal genau darauf ein. Bei den Ketten haben wir ein Plus von 146, ja? Bei den Mikroanlagen von minus 88, wobei das kaum EMS-Studios sind. Also EMS ist, glaube ich, sogar wieder ein bisschen gewachsen. Das betrifft eher so ja, generelle Mikroanlagen, die einfach sehr klein sind. Ne? So, gesamt haben wir also minus 343 Anlagen, weniger als noch im Vorjahr, ja, und das hat eben folgende Gründe, ja, die Corona-Krisen, die staatlichen Hilfen sind da teilweise ausgelaufen, das heißt, manche Studios wurden halt noch so ein bisschen künstlich am Leben gehalten, die davor schon schlecht gewirtschaftet haben und die mussten halt dann schließen, ja, plus die Inflation kam natürlich auch noch mit dazu und das hat eben zu Betriebsaufgaben geführt, zu Insolvenzen geführt, eben vor allem eben bei diesen Einzelanlagen, bei den Studios, die davor auch schon schlecht gewirtschaftet haben und warum es aber auch diese Verschiebung hier gibt, ja, laut dieser Definition hier,
bei diesem Report hat man, wenn man, glaube ich, mehr als 5 Anlagen besitzt, dann ist es schon eine Kette. Und manche Einzelbetreiber haben eben auch die 5. Anlage eröffnet und sind somit in den Kettenbetrieb reingefallen. Und bei den Einzelanlagen wurde das ja abgezogen. Ja, also hier hat es eben auch eine Verschiebung gegeben von Einzel- zu Kettenanlagen. Ja, also das ist ja auch nochmal interessant zu sehen. Aber generell schon, wie gesagt, hier ein kleiner Dämpfer. Ja, die Einzelanlagen bzw. manche Fitnessstudios mussten schließen, eben aufgrund auch dieser Problematiken. Wäre aber auch komisch, wenn das eben nicht so wäre. Ja. Wie sieht es denn aus bei den Mitarbeitern? Ja, das ist natürlich für dich als Trainer nochmal besonders wichtig. Ja, wie schaut es aus bei den Mitarbeitern? 2019 hatten wir noch über 200.000 Mitarbeiter, 217.000. 2021 starker Einbruch, ja, 2 Jahre später 153 nur noch und jetzt haben wir 162.500 Mitarbeiter. Das heißt, von Mitarbeiterzusatz von 8.600. Und interessant ist natürlich auch, okay, welche Anstellungsform, ja, wurde denn hier neu eingestellt bei diesen 8.600 Mitarbeitern? Ja, und zwar waren das keine Minijobber, die sind fast gleich geblieben. Festangestellte haben einen geringen Zuwachs gehabt und der größte Zuwachs war bei den Honorarkräften, also zum Beispiel bei Freelancern oder eben auch bei Kurstrainern und so weiter und so fort. Also die wurden eben vor allem hier wieder mehr eingestellt. Ja. Und wenn wir uns jetzt aber trotzdem anschauen, ja, diese Mitarbeiter oder die Mitarbeiter hier und hier, ja, ist da schon noch eine sehr große Spanne dazwischen. Ja. 25,3% unter dem Vorkrisenniveau. Das bedeutet, die Branche braucht Mitarbeiter. Das ist auch das, was ich immer wieder zu hören bekomme. Ja. Wir suchen aktiv Leute, wir finden keine Mitarbeiter. Ja. Und das, vielleicht ist es eben auch noch der Fall, dass eben hier noch so wenig aufgeholt werden konnten, weil teilweise vielleicht auch keine gefunden werden. Das heißt, wenn du jetzt Trainer werden möchtest, in einem Fitnessstudio arbeiten möchtest, ist meiner Meinung nach ein sehr guter Zeitpunkt, weil wir haben ein sehr großes Cap, ja, sehr große Differenz von diesen beiden Zahlen, sind aber schon wieder auf dem Weg zum Vorkrisenniveau von 2019, ja, was die Mitgliederzahl betrifft und was auch den Umsatz betrifft. Also, ja, wenn man jetzt Trainer werden möchte, denke ich mal, gibt's kaum bessere Zeiten bisher, ja. Und dann kommen wir mal zum Fazit von diesen Eckdaten aus 2022, von den Zahlen, und zwar sehen wir ganz klar, die Fitnessbranche befindet sich wieder im Wachstumstrend, es geht wieder bergauf, ja, 10% Mitgliederwachstum hat mich auch überrascht. Ich dachte nicht, dass es so viel gewesen wäre, vor allem auch aufgrund der Problematiken in 2022. Ja. Wir haben generell positive Aussichten für die Zukunft, gerade eben für Trainer, da ist eben noch viel Potenzial da und ich denke mal, viele Studios brauchen einfach neue Mitarbeiter, brauchen gute Mitarbeiter. Das heißt, wenn man Trainer werden möchte, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Zeit gerade. Und trotzdem hat aber die Corona-Krise eine heftige Auswirkung auf diese gesamte Branche. Ja. Also letztes Jahr hieß es ja auch teilweise, dass die Studios davon ausgehen, ja, Ende 2022, Anfang 2023 wieder auf Vorkrisenniveau zu sein. Aber wenn wir uns das eben alles mal anschauen hier, diese ganzen Zahlen, ja, auf dieser Tabelle, die ich am Anfang gezeigt habe, dann merken wir eben doch, dass diese Branche hart zurückgeworfen wurde durch diese ganze Krise, weil wir sind jetzt schon mal 10,3, ja, so auf dem Stand 2016 zu 17. Hier dazwischen befinden wir uns jetzt. Ne? Und ich hoffe natürlich, dass es hier in 2023 einen deutlichen Sprung nochmal gibt, ja, und wir dann wieder auf Vorkrisenniveau sind. Aber trotzdem stelle ich das vor, ne? Wenn wir dann Ende 2023 auf Vorkrisenniveau sind oder vielleicht immer noch nicht ganz da, hat es die Branche trotzdem so 4 Jahre zurückgeworfen, wenn nicht sogar 5, was diese Zahlen und was dieses Wachstum betrifft. Also trotzdem einfach heftige Auswirkungen auf die Branche, diese ganze Krise, aber trotzdem eben positive Auswirkungen, positives Zeichen für die Zukunft, dass es jetzt eben endlich wieder bergauf geht und dass eben Fitness jetzt irgendwie nicht untergeht oder dass die Branche zugrunde geht oder sonstiges. Ja, also meiner Meinung nach positive Zahlen aus 2022, endlich wieder positive Zahlen, zum Glück positive Zahlen, sowohl für die Branche als auch für Trainer. Und ja, das war eben dieser Einblick. Schreib mir gerne mal deine Meinung hier unten in die Kommentare rein, was du davon hältst, ob du das genauso siehst wie ich oder ob du das anders siehst. Und wenn du Trainer werden möchtest, dann sicher dir auf jeden Fall mein Buch Dein Weg zum Personal Trainer. Da beschreibe ich von A bis Z, was du wissen musst, um als Fitness- oder Personal Trainer zu starten und auch erfolgreich zu werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Tim Kinalzig. Ciao.